Autonomes Fahren, Fahrassistenten und Sensoren. ZF zeigt auf der Ideenexpo 2022 die Zukunft des Autofahrens. Der Automobilzulieferer hat sich in den letzten Jahren verändert. Früher stellte das Unternehmen hauptsächlich Getriebe her. Heute ist es viel mehr. Wir machen immer mehr das ganze Thema E-Mobilität, das Thema autonome Fahrsysteme, Sicherheit, Assistenzsysteme, Airbag-Systeme, Bremsen, das Vernetzen der ganzen Sachen und damit immer mehr Sicherheit auch in den Straßenverkehr zu bringen. Weil, ich sag mal, so ein Auffahrassistent oder Fußgängererkennung ist letztendlich schützt das Menschenleben. Und diese Sicherheitssysteme präsentiert ZF auf der Ideenexpo auch auf der großen Showbühne. Dieser Mini-LKW bremst zum Beispiel von alleine, wenn seine Sensoren ein Hindernis anzeigen. Doch für viele der jungen Besucher ist nicht nur die Technik interessant, sondern auch die Menschen, die dahinter stecken, vor allem die Auszubildenden. Mich hat es gereizt, dass es halt ein sehr neuer Ausbildungsberuf ist und halt ein modernes Berufsbild hat. Das verbindet die Produktion und die Entwicklung bei uns im Werk. Und da ich sehr gerne kommunikativ unterwegs bin, habe ich mich halt dann entschieden, diesen Beruf zu machen. Und es ist halt ja sehr zukunftsorientiert und das ist das, was mich gereizt hat daran. Und auch wenn das Unternehmen ZF nicht jedem der Ideenexpo-Besucher ein Begriff ist, die Produkte des Zulieferers nutzt jeder, der Auto fährt. Was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass VW, Tesla und alle anderen Unternehmen alle mit unseren Teilen fahren. Das heißt, die haben ZF-Technik drin. Nur, haben sie eben schon gesagt, das sieht niemand. Weil man sieht das Auto, VW, aber keiner weiß, wer sind eigentlich die Zulieferer. Für einen der ZF-Azubis, der heute auf der großen Showbühne steht, hat seine Karriere sogar hier auf der Ideenexpo begonnen. 2017 bin ich hier als kleiner Junge mit der Schule rumgelaufen und da durften wir uns verschiedene Stände angucken. Und damals war das nicht nur ZF, sondern auch WABCO, hier in Hannover sehr bekannt. Die hatten beide Stände nebeneinander und ich habe mich bei WABCO beworben damals. Die wurden jetzt vor kurzem von ZF aufgekauft, deswegen passt es so perfekt. Und vielleicht machen das ja einige der Besucher der Ideenexpo 2022 irgendwann mal genauso.